Marc, das sieht ja stylisch aus. Was hast du denn heute für uns? Ist ein Hartbodenreiniger. Ja, hatten wir auch noch nie. Hatten wir noch nicht und ist echt cool. So, einfach mal. Oh, ja, genau, Mensch. Schon wieder hier. Hallo zusammen und herzlich willkommen. Heute möchte ich euch meine neueste Errungenschaft vorstellen, nämlich den Bissell Crosswave Advanced. Aber Marc, du hast doch schon 15 Staubsauger, ganz ehrlich. Warum musst du jetzt noch irgendwie einen 16 haben? Nee, das ist kein Staubsauger, das ist ein Hartbodenreiniger. Und was den so besonders macht gegenüber den anderen, die ich auch schon mal leicht testen konnte, ist, dass er größere Sachen auch direkt mit einsaugen kann. Also doch ein Sauger. Naja, ein ganz kleines bisschen nur. Aber ich würde es euch gerne einmal in diesem Video zeigen, was das Gerät kann, wie cool es ist und was er vielleicht auch für Nachteile hat. Also kommt am besten einmal ein bisschen näher, dann stelle ich euch das Gerät einmal vor. So Marc, jetzt sind wir einmal ein bisschen näher gekommen. Jetzt erklär uns einfach mal dieses Zaubergerät. Wir beginnen hier oben. Haben wir drei Knöpfe insgesamt. Einmal einen Knopf für Hartböden und einmal einen Knopf für kleine Teppiche. Das heißt, man kann nicht nur Hartboden reinigen, man kann auch kleine Teppiche reinigen. Dafür gibt es auch eine extra Bürste, die dabei ist. Zeigen wir euch auf jeden Fall noch. Und natürlich dann noch schräg hier diesen Knopf. Der ist dafür da, wenn man das Wasser zuschalten möchte oder eben nur absaugen möchte, den Hartboden. Okay. Dann haben wir hier das Kabel. Das kann man auch direkt schnell entwirren, indem man das einmal umdreht. Hier hinten haben wir den Wassertank von diesem Gerät. Der ist auch schön beschriftet hier auf der Rückseite. Da kann man dann einmal sehen, wenn man nur kleine Flächen bearbeiten will, wie viel Wasser und wie viel Reinigungsmittel. Oder eben für größere Flächen, wie viel Wasser, wie viel Reinigungsmittel. Das hat auch bis jetzt immer sehr, sehr gut geklappt. Stecken wir einmal wieder zurück. Hier vorne haben wir dann den Auffangbehälter. Ja. Hier ist oben ein kleiner Filter drin. Und das Ganze können wir öffnen. Dann haben wir hier noch ein Sieb drin. Das zieht man, während der Behälter komplett voll ist. Das Gerät schaltet automatisch ab, beziehungsweise unterbricht die Saugleistung, wenn die maximale Füllmenge erreicht ist. Zieht man das Sieb hier raus, hat dann hier den ganzen Dreck. Das Wasser schüttet man aus, setzt das wieder zusammen. Spült man unter Wasser einfach aus. Das ist echt easy gemacht. Okay. Und hier unten haben wir dann die Bürste. Kann man auch öffnen zum Reinigen. Drei Bürsten sind dabei. Hier haben wir einmal die Duo-Bürste. Das ist einmal hier für mit so einem weichen Material für die Reinigung von Hartböden, damit Flecken entfernt werden und sowas, diese Feinstaube aufgenommen werden. Dazwischen haben wir dann etwas härtere Borsten, falls mal irgendwie so ein hartnäckiger Fleck dabei ist. Zusätzlich dabei ist noch diese Bürste. Da fällt dann direkt auf, dass die roten Borsten nicht dabei sind, falls man empfindliche Oberflächen hat, empfindliche Böden hat. Und für Teppiche hat man dann quasi diese Bürste. Das sind dann nur noch diese roten Borsten, um dann Teppiche aufzufrischen, abzusaugen damit eben. Ne? Es ersetzt kein Teppichreinigungsgerät, weil es gar nicht mit so viel Wasser arbeitet. Aber ich habe damit zum Beispiel schon mal so eine Schmutzfangmatte abgesaugt. Und die hat echt schon, die sah echt besser aus. Die war ein bisschen heller geworden. Ne? Das war nicht schlecht. Dazu gehört dann zum Lieferumfang noch diese Parkstation, die auch gleichzeitig die Reinigungsstation ist. Wir stellen das Gerät später einfach rein, schütten mit diesem Messbecher ein bisschen Wasser rein, schalten das Gerät an und es wird einmal durchgespült. Das war mir auch sehr wichtig. Das hatte nämlich das oder ein anderes Gerät, was ich getestet habe, nicht. Das muss man dann aufwendig reinigen. Hier einfach reinstellen, Wasser rein anmachen, fertig. Gerät spült sich durch. Dabei war noch von Bissell original die sogenannte Multi-Surface-Flüssigkeit. Das ist für alle Böden geeignet, auch für kleine Teppiche. Und damit bin ich sehr zufrieden, habe auch schon andere Sachen ausprobiert. Man muss halt nur darauf achten, dass man irgendwas nimmt, was nicht so stark schäumt. Muss man das Mischungsverhältnis ein bisschen anpassen, sonst hat man halt relativ viel Schaum an der Bürste. So viel zum Lieferumfang und dem Gerät an sich. Ich würde sagen, wir befüllen das Ganze jetzt einmal. Da würde ich dann vielleicht den Kameramann bitten, mir mal das Wasser zu geben, was hinter ihm steht. Ja, sehr gerne. So, kommen wir einmal. Bitteschön. Vielen lieben Dank. So, da wir hier keine große Fläche haben, nehme ich jetzt einmal die sogenannte Small Area, also für kleine Bereiche, und fülle das so weit auf, wie es die Markierung sagt. So, ich mache nur einen kurzen Schnitt, wenn du auch füllst, weil der Akku sagt gerade, er möchte gewechselt werden. In Ordnung. So, Akku ist drin, magst du das weitermachen? Dankeschön. So, mit Wasser haben wir das Ganze befüllt.
Schere mal beiseite. Jetzt nehme ich mir ein bisschen von meiner Flüssigkeit hier. Kann man auch schön den Deckel so ein bisschen vordosieren. So. Da haben wir ja gut Augenmaß gehabt hier. So, dann setzen wir den Stöpsel auf. Ich bewege das immer so zwei, drei Mal. Ne? Ja. Vermischt sich das schön. Zack, jetzt das Ganze ins Gerät ein hinten. Setze hier vorne die Abdeckung wieder auf. Und dann kann es eigentlich auch schon losgehen. Wir werden jetzt mal ein bisschen Dreck machen. Ja, ich habe ja nicht mal vorbereitet. Das Ganze auch schön aussieht. So, und zwar habe ich ja gesagt, der Marc hat gesagt, das kann ja auch Krümel und sowas einsaugen. Und heute Morgen, bevor die Kinder zum Kindergarten sind, gab es natürlich ein kleines Frühstück. Genau, und da haben wir immer schön dann so nach dem Motto, mach mal frech, oder? Komm, ja, einfach hier. Bitteschön. So, einfach mal, oh, ja, genau, guck mal, schon wieder hier. Was hat denn jetzt denn da gemacht? Ja, ehrlich. So, das sind jetzt einfach hier richtige Krümel. Hier das sind so kleine komische Cornflakes. Buchstaben-Cornflakes, genau, mit ein bisschen Milch, und das ist halt überhaupt gar kein Problem für das Gerät. Okay. Ich nehme mir etwas Strom. So, ich komme jetzt einfach auch zu dir hin sozusagen am besten. Ich schalte das Gerät ein. Okay. Der Behälter könnt ihr jetzt schon sehen, alles wurde eingesaugt. Ja, ich habe gedacht am Anfang, er würde das ein bisschen herschieben, aber das hat er dann durch Saugen halt reingeholt. Ich habe jetzt korrekt gedacht, er schiebt es aber. Nein, das tut er in dem Fall nicht. Ja gut, ich meine jetzt, ne, hier, musst du gleich nochmal, weil da sind jetzt ein paar Flecken, aber ist nicht schlimm, da machen wir nachher sowieso, wenn wir hier fertig sind. Ne? Aber das ist ja schon mal was. So, dann gehe ich jetzt einmal hier schön zu meinem Stativ zurück. So, zack, ich befestige nur kurz einmal die Kamera. Und genau das war halt das, was mir wichtig war bei dem Gerät, dass eben auch, dass ich nicht gezwungen bin, vorher den Raum zu saugen. Mache ich trotzdem, aber wenn dann mal was da rumliegt oder wie gesagt, wenn so ein Malheur passiert ist, bevor ich mir jetzt 100 Rollen Küchenkrepp hole, das aufnehme, ne, mir ist noch kein Ei runtergefallen. Sollte mir ein Ei runterfallen, dann würde ich das wahrscheinlich auch damit aussaugen, ne? Weil gerade so schwierige Sachen, und wie gesagt, wenn man so hartnäckige Flecken hat, das können wir euch gleich hier auch mal zeigen, muss man vielleicht auch mal kurz auf der Stelle stehen bleiben. Ich hatte wohl auch schon Flecken, die hat er nicht wegbekommen, da musste ich dann mit dem Fingernagel ein bisschen kratzen, ne? Aber dann war das auch wieder kein Problem. Kann halt auch nicht zaubern, das Gerät. Ne? Ja gut, aber so zur Unterhaltsreinigung auch jetzt, ich arbeite jetzt hier zu Hause noch mit einem normalen Wischmopp. Korrekt. Ne? Und so, das ist ja dann sozusagen einfach Ersatz dafür. Ich sage, das sind hier nicht nur für Unfälle zwischendurch, sondern ich bin ja jetzt eher, sagen wir mal, eher so voll veranlagt. Ich würde das ja jetzt eh zum kompletten, ne? Genau, richtig. Dieser hier, genau, richtig. Genau, was, richtig. Ne? Ich habe aber bei mir herausgefunden, ich wische zwischendurch trotzdem noch mit dem ganz normalen Bodenwischer, denn minimal zeitaufwendig ist schon, das Gerät in Betrieb zu nehmen, also betriebsfrei zu machen, dauert nicht lange, aber man kann nicht so schnell fahren, wie du mit einem Wischer wischst. Ja. Das muss dir halt klar sein. Es gibt zwei Varianten, wie du arbeiten kannst. Du kannst einfach den Wasserknopf die ganze Zeit gedrückt halten und fahren. Und dann trocknet es halt ein bisschen, dauert es ein bisschen länger zum Trocknen. Oder du ziehst die Bahn nochmal ab ohne Wasser, dann wird es nochmal stark abgesaugt. Und dann dauert die Trocknung, ich sag mal so zwischen 30 Sekunden und einer Minute. Und dann ist der Boden schon wieder begehbar. Siehst du auch hier schon, wir haben jetzt hier vielleicht eine Restfeuchte von 5%. Das dauert jetzt noch 30 Sekunden, dann ist dieser Boden hier auch trocken. Aber und heißt das der, heißt macht auch? Das, nein, warm ist es nicht. Okay. Man darf warmes Wasser bis zu, ich glaube 40 oder 60 Grad, ich glaube 40 Grad warmes Wasser einfüllen. Mache ich auch meistens. Ist halt nochmal ein bisschen besser für Flecken, ne? Siehst du, jetzt hast du mich rausgebracht. Das macht aber nichts. Genau, wegen der Arbeit, die man damit hat. Das Schöne ist an diesem Gerät, es arbeitet ständig mit frischem Wasser. Das heißt, die Bürstenrolle unten wird immer, wenn du den Knopf betätigst, mit frischem Reinigungswasser benetzt quasi und wieder abgesaugt. Ja. Das heißt, du hast ständig eine saubere Bürstenrolle. Das können wir auch gleich mal zeigen, nachdem wir jetzt hier die Milch mit dem Cornflex aufgesaugt haben. An der Bürstenrolle sind keine Rückstände davon. Das heißt, jeder Meter, den du machst, wird frisch gereinigt. Ja. Ich habe bei mir zu Hause den Boden extra vorgewischt, bin danach mit dem Gerät durchgegangen. Das Wasser war grau.
die Fugen, wenn du welche hast auf Fliesen, werden mit gereinigt, ja, und Reinigungsmittelrückstände werden aus den Fliesen rausgeholt. Die Fliesen waren nicht mehr matt, die waren richtig glänzend. Und das ist für mich halt so eine Sache, wo ich sage, also mindestens alle 2 Wochen hole ich das Gerät raus und dann werden die Fliesen so richtig durchgespült, so habe ich das mal benannt. Und deswegen finde ich das Gerät so cool. Ich würde sagen, ich zeige dir nochmal so ein paar Bahnen, die ich hier fahre, ja, damit du das nochmal einfangen kannst. Alles klar. Ich war mal in der Küche, ich habe mal ein bisschen was mitgebracht. So, guck mal. Also, ich habe hier noch einmal ein bisschen Apfel, muss hoffen, dass es tief ist. Sehr gut, natürlich, ja, selbstverständlich. Okay. Ja, komm, ja, du musst ja schauen, ist das okay? Schafft er das nicht oder was? So, einmal, guck mal. Ein bisschen Zucker, ne? Schön für den Kartoffelkoffer, ne? So, zack. Ja, keine Gnade, ne? Nee, guck mal hier. Schafft er das oder ist kaputt? Das, nee, ist klar. Zuckerkonfetti, ja, von der letzten Geburtstagsparty. Also wenn er hier ein Ei schafft, dann schafft er doch bitte auch das Konfetti. So, hier, mal. Sehr schön, so, toll. Hat er super gemacht, oder? Ja, mal gucken bei der Zaubergerätkarte. Ja. Was kostet eigentlich? Ich habe es für 300 Euro geschossen und Amazon-Link packen wir auf jeden Fall in die Beschreibung rein. Ja. Ist jetzt auf jeden Fall nicht billig, aber dafür finde ich es echt cool. Ja, aber dafür muss er das jetzt auch schaffen, ne? Natürlich. So, ich komme auch ein bisschen wieder ran, ne? Weil sieht man hier das Wunderwerk, was ich angerichtet habe. Ihr werdet gleich vorne auch ein Licht sehen, was angeht. Immer wenn das Licht angeht, wisst ihr, dass ich mit Wasser arbeite. Okay. Okay. Und damit ihr jetzt einmal nach diesem etwas größeren Malheur, was dem Kai hier passiert ist, einmal die Bürstenrolle sehen könnt, nehme ich mal die Abdeckung hier ab. Und ihr seht, dass hier minimalste Verfärbungen sind. Ja. Aber kein Apfelmus hier an der Bürstenrolle. Hier im Saugkanal kein Apfelmus. Ja. Und das ist halt das, was mich so erstaunt hat bei dem Gerät. Ja, also ne, wirklich, hätte ich beim ersten Mal, man sieht halt hier so ein bisschen, weil mit der Kamera so rauskommt, so ein bisschen Restfeuchte auf dem Boden. Ich hätte jetzt noch einmal aber drüber fahren können, ja, aber wie gesagt, okay, ne, ansonsten... Ja, bevor ich sagen hier, ne, sind noch einmal so die Flecken, das sind jetzt keine Cornflakes von Ewen oder so, sondern das sind Farbflecken. Ich habe ja mal hier die Poolheizung im Studio gemacht und da, ja... Hast du gekleckert. Habe ich gekleckert. Super, ne? Ganz toll. So. So, dann würde ich abschließend gerne einmal die Reinigung vorführen. Okay. Damit ihr das Ganze einmal sehen könnt. Ja, ich positioniere mich noch einmal gerade. Bitte, Kamera. Sehr gerne. So, Marc, jetzt bist du auch wieder schön im gewohnten Bild, im gewohnten Anblick. Hier, jetzt habe ich nämlich einmal komplett alles drauf. Sehr schön. Und dann zeig uns mal, wie das funktioniert. In Ordnung. Wir stellen das Gerät in die Parkstation rein. Was ja auch dann gleichzeitig die Reinigungsstation ist. So, jetzt befülle ich diesen kleinen Messbecher hier bis zur Markierung mit Wasser. Schütte das Wasser einfach hier hinten in so eine Lücke rein. Jetzt ist quasi die ganze Bodenplatte durchnässt. Ich kippe das Gerät nach hinten und schalte es ein. Manchmal, wenn ich bin da so ein Freak, manchmal wiederhole ich den Vorgang, einfach um mir sicher zu sein, dass auch wirklich der letzte Rest aus irgendeinem Kanal gereinigt ist. Ja, aber dann steckt es ja immer an zu stinken, ne? Ja, genau. Also, wenn man will, kann man danach mit einem Tuch durchgehen. Aber solange ich das Gerät jetzt habe, ich würde sagen, das habe ich so seit 3 Monaten, hat da noch nie irgendwas gerochen oder so. Okay. Es riecht immer schön nach diesem Reinigungsmittel. Es hat nämlich, also gerade dieses Multi-Surface, einen echt angenehmen Duft. Okay. So, ich kipp's es nochmal nach hinten, schalte es nochmal ein. Aber er muss dabei nach hinten gekippt werden. Ja, wenn ich das Gerät nicht nach hinten kippe, nicht.
nicht. Aha. Dann ist quasi diese Boden. Das ist halt ein kleiner Nachteil, weil ich habe gesagt, kannst du so an der Wand stellen, so die Station oder so. Das heißt, du musst dann praktisch einen Raum haben. Ja, oder kurz nach schräg. Sehr weit muss man nicht nach hinten kippen. Ja. Übrigens, das Geräusch, was ihr jetzt gehört habt, das war ja so ein bisschen anders, das Geräusch. Heißt, der Behälter ist jetzt voll. Okay. Das heißt, wir haben jetzt die maximale Füllhöhe erreicht. Dann holen wir diesen Behälter hier vorne raus. Ich darf das jetzt auf dem Boden machen, weil ich ihn gleich eh wieder saugen muss. Wir holen das hier raus. Hier ist quasi dieser Schwimmer, der das Ganze dann zudrückt, wenn das Wasser seine Höhe erreicht hat. Jetzt könnte ich dieses Sieb hier rausziehen. Und dann sieht man halt in dem Fall dann das Apfelmus. Und hier drin im Behälter, das könnt ihr bestimmt sehen, sind dann die ganzen Cornflakes und so das ganze Gedöns. Ne? Und ich war auf jeden Fall erstaunt, als ich gesehen habe, was der alles aus meinem eigentlich gedachten sauberen Boden rausgeholt hat. Somit würde ich dann auch fast schon zum Fazit kommen. Klar, es ist jetzt nicht günstig, das Gerät, aber für mich hat sich die Investition auf jeden Fall gelohnt. Alleine für mein Gewissen, dass ich so einen Boden halt echt cool reinigen kann, dass Reinigungsmittelrückstände vom Boden entfernt werden. Ich muss auch nicht immer hier irgendwie ein Reinigungsmittel verwenden. Ich habe das Gerät auch schon nur mit klarem, warmem Wasser verwendet. Und es ist halt echt so schön, wenn man sieht, was dann noch da rauskommt. Und vor allem, dass die Fugen so ein bisschen dabei gereinigt werden. Und der große Vorteil für mich nach wie vor, dass auch größere Stücke eingesaugt werden. Eine Sache muss man dabei beachten, vielleicht auch zwei. Das Gerät ist jetzt nicht flüsterleise. Es ist schon das zweite Gerät. Es gab einen Vorgänger, da war das Wort Advanced noch nicht mit drin. Dieses Gerät ist ein bisschen leiser und hat 30% mehr Randreinigungsleistung. Trotzdem reinigt ihr nicht bis zum Rand. Ihr seht, die Bürste hört ja hier ungefähr so ein bisschen auf. Wenn der Kameramann das noch einmal ganz kurz einfangen könnte. Ja, ich war gerade mal so fasziniert. Vielen Dank. Wir haben halt hier diese, ich würde mal sagen, geschätzte 2,5 bis 3 cm, die das Gerät nicht an den Rand kommt. Auch wenn ihr frontal gegen den Rand fahrt, bleiben immer noch so 1,5 bis 2 cm. Das muss man halt einfach in Kauf nehmen, dafür, dass das Gerät dann halt die bessere Saugleistung hat, als Geräte, die vielleicht bis zur Wand kommen. Vielen lieben Dank fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, wir würden uns sehr über einen Daumen nach oben freuen. Wenn ihr eine Frage habt, jederzeit in den Kommentaren. Und ansonsten ein Abo wäre auch ganz cool. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao. Bleibt sauber. Ciao.